Er ist Portugals neuer Shootingstar, Gonçalo Ramos. Für Cristiano Ronaldo in der Startelf hat er die Portugiesen mit 3 Toren beim 6:1 gegen die Schweiz ins WM-Viertelfinale geschossen, bei seinem WM-Startelf-Debüt. Das hatte zuletzt Miroslav Klose vor 20 Jahren geschafft. Aber wer ist eigentlich dieser Kerl, der CR7 aus der Startformation verdrängt hat? Erstmal die Eckdaten. 21 Jahre jung, 1,85 groß, Mittelstürmer, spielt bei Benfica und hat laut Transfermarkt momentan einen Marktwert von 24 Millionen Euro, wobei diese nach der WM steigen wird. Warte mal, Mittelstürmer, jung, treffsicher? Das wäre doch einer für die Bayern. Ja, mit denen wurde er auch schon in Verbindung gebracht, aber natürlich haben auch andere Top-Clubs den Knipser auf dem Zettel. Genauso wie Portugals Trainer Fernando Santos, der bevorzugt GR26 anstatt CR7 und wie man sieht, zu Recht.